Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 95 Schwestern, zweiter Teil. Im gleichen Moment, in welchem die Schwestern Narzissa und Andromeda verborgen vor den Augen der Welt ihre Zuneigung zueinander wiedergefunden hatten, suchte jemand ganz anderes das Wohlwollen einer jungen Dame. Nach dem Frühstück hatte Hermine es sich halb liegend, halb sitzend auf ihrer Couch gemütlich gemacht und sie las in Flüche und Zaubertränke, Leitfaden für die höhere Magie, welches ihr Severus ans Herz gelegt hatte. Doch der Kniesel tapste immer wieder auf das Buch und hinderte sie am Umblättern. »Ich muss das lesen, Kniesel«, sagte sie mit netter Stimme. Erschrocken bemerkte sie für sich selbst. »Nein, ich hab dich eben Kniesel genannt.« »Keine Angst, das ist nicht dein Name. Für dich suche ich einen schönen aus.« Sie tätschelte das Tier am Kopf, welches die körperliche Zuwendung als Erlaubnis dafür deutete, sich auf den Bauch des Frauschens legen zu dürfen. Hermine seufzte, legte jedoch das Buch auf den Tisch und nahm sich einen Moment Zeit für das Tier. Sie kraulte es mit beiden Händen und knetete die Ohren, während sie sagte: »Du hast einen schönen Namen verdient und keinen praktischen. Aber mir fällt einfach keiner ein, mein Kleiner. Ich bin kein Künstler, dem mit Leichtigkeit ein so schöner Name wie Krummbein einfallen würde.« Der Kniesel stöhnte einmal verschlafen auf, weswegen Hermine sagte: »Hast recht, Krummbein war wirklich kein schöner Name. Aber er hieß schon 12 Jahre lang so und er hat auf den Namen gehört. Auf was würdest du denn hören?« Der Kniesel gähnte, doch Hermine schlug davon unbeirrt vor: »Lass uns mal nachdenken.« Sie versuchte, auf die Namen der Tiere ihrer damaligen Schulkameraden zu kommen. »Wie wär's mit Trevor? Männlich bist du ja.« Der Kniesel fuhr die Krallen aus, wie er es immer tat, wenn er sich streckte. Doch Hermine tat so, als hätte ihm der Name missfallen, so dass sie aus Spaß versuchte, ihn zu beschwichtigen. »Nein, keine Angst. Wir machen das so. Wenn dein Name dir gut gefällt, dann schnurrst du ganz laut. Und wenn nicht, dann eben nicht.« Sie überlegte, während sie die weichen Wangen des Kniesels streichelte, und sagte eher zu sich selbst: »Hedwig ist blöd, denn du bist ja ein Männchen. Wie wär's mit Severus?« Sie lachte auf. »Ich kann mir jetzt schon vorstellen, was der dazu sagen würde. So etwas wie: Es freut mich nicht, meinen Namen nicht nur mit einem römischen Imperator teilen zu müssen, sondern jetzt auch noch mit einem haarigen Tier. Glauben Sie etwa, ich würde Ihre Namenswahl entzückend finden?« Wieder seufzte Hermine. Sie war nicht gut darin, sich Namen für ein Tier auszusuchen, weil sie sich nie entscheiden konnte. Am besten wäre ein spontaner Einfall. Doch sie war eine von denen, die stundenlang darüber grübeln mussten, um einen Namen mit einer passenden Bedeutung zu finden, der dann auch ausgefallen klingen durfte, sofern das, was hinter einem etwas so einfachen wie einem Namen verborgen lag, seinen höchst bezeichnenden Hintersinn nicht verlieren würde. Sie spielte lateinische Begriffe durch, die das Fell des Kniesels oder die weißen Pfötchen beschreiben könnten. So war Caligula, was eigentlich Soldatenstiefel bedeutete, zwar ein netter Name, aber er stand für einen schrecklichen Mann, also fiel der leider schon einmal weg. Peronatos für gestiefelt wäre nett, aber jeder würde fragen, warum sie dem Tier so einen seltsamen Namen gegeben hätte. Albus, was weiß bedeutet, war nicht wirklich originell. Ihre Gedanken wanderten wieder zu Severus. Severus, streng,
ernst. Er machte seinem Namen alle Ehre, dachte sie für sich. Die lateinischen Worte für lustig, spaßig oder witzig, wie der Kniesel auch charakterlich war, kamen wegen ihres unschönen Klanges nicht in Frage. Ihre Hände strichen vom Kopf hinunter durch das lange, dichte Fell des Kniesels und da sagte sie respektzollend: Du hast so wunderschönes Fell. Plötzlich schnurrte der Kniesel laut, aber weniger wegen des Wortes Fell. Es waren Hermines gespreizte Finger, die durch eben jenes hindurchglitten. Fell? Fragte Hermine und wiederholte ihre Streichelbewegung, was den Kniesel erneut zum Schnurren brachte. Irgendwas mit Fell also. Da gibt es leider nicht viel. Fellare bedeutet Schlecken. Und auch wenn du das tust, wenn ich dir mal einen Schluck Milch gebe, würde der Name einfach nicht passen. Hier wünschte ich wieder wie ein Künstler denken zu können. Wie ein Schriftsteller oder ein Filmemacher? Wen gibt es denn da so? Vielleicht passt ja der Name eines Künstlers zu dir. Sie nannte 4, 5 Namen von Schriftstellern und Filmemachern und am Ende ihrer Aufzählung sagte sie: Federico Fellini? Hermine stutzte, bevor sie einen Geistesblitz hatte und von sich selbst überrascht sagte: Benennen wir dich nach einem von Italiens wichtigsten Filmemachern? Immerhin kommt das Wort Fell in dem Namen vor. Und außerdem hört es sich süß an. Für dich natürlich. Sie grinste zufrieden, denn weil sie dem Kater unentwegt das lange Fell streichelte, hörte sich das Schnurren wie die endgültige Zustimmung an. Fellini also. Konnte ich doch mal einigermaßen spontan entscheiden, sagte Hermine lächelnd, bevor sie den Kniesel drückte. Aber jetzt lass mich weiterlesen. Die Hälfte muss ich heute schaffen, sagte Hermine. Du kannst dich auf meine Unterschenkel legen, Fellini, fügte sie hinzu und sie staunte, als der Kniesel ihr gehorchte und sich auf die Schienbeine legte, damit sie das Buch in Ruhe lesen konnte. Laut las sie weiter, damit sie den Stoff besser behalten würde. Nach einem vorangegangenen Retinere-Spruch, zurückhalten, anhalten, kann ein überlegt angewandter Inzeptor-Spruch, der etwas beginnt, die Wirkung eines bereits eingenommenen Trankes zeitverzögert aktivieren, was jedoch nicht bei allen Tränken Anwendung finden kann. Versuche mit dem Vielsafttrank haben hingegen gezeigt, dass sich die anhaltende Wirkung eines Trankes auch erfolgreich verlangsamen lässt. So konnte beispielsweise mit einem verlangsamenden Tadesco-Spruch die Verwandlung durch den Vielsafttrank von 1 Stunde auf ganze 3 Stunden ausgedehnt werden. Zu beiden Beispielen finden Sie im Anhang eine Liste mit möglichen Zaubersprüchen und deren genaue Handhabe für die verschiedenen Zaubertränke. Sie schlug das Buch zu und flüsterte in den Raum hinein. Puh, ist selbst mir etwas zu trocken, aber interessant. Irgendwann steht da bestimmt mal ein Trank von mir drin. Am 24. Oktober diesen Jahres würde Ginny nach 8 Wochen Zwangsschutz den Krankenflügel verlassen dürfen. So lang war es gar nicht mehr. Es war übernächste Woche oder sogar schon nächste. Hermine freute sich darauf, ihre beste Freundin endlich wiedersehen zu können. Doch ihr wurde jetzt schon ein wenig schwer ums Herz, wenn sie an Ginnys Sohn dachte. Es konnte auch Neid sein, denn Hermine war trotz ihrer angestrebten Karriere als Zaubertränkemeisterin einer Familie mit Nachwuchs niemals abgeneigt gewesen. Nur bei Ron hatte sie ein schlechtes Gefühl gehabt. Auch wenn sie selbst Kinder haben wollte, so hatte ihr Instinkt sich stets dagegen gewehrt, sie mit Ron haben zu wollen, was letztendlich auch besser gewesen war. Wahrscheinlich würde sie aber bis in alle Ewigkeit die alleinstehende, kinderlose, aber kluge Tante bleiben, die sich mit dem Nachwuchs ihrer Freunde umgeben musste, um überhaupt Kinder in ihrer Nähe haben zu können. Sie schalt sich selbst, dass sie schon mit 24 Jahren einen Anflug von Torschlusspanik verspürte. Die dürfte erst einsetzen, wenn es wirklich brenzlig werden würde. In der Muggelwelt waren Frauen um die 40 Jahre noch immer im gebärfähigen Alter, was Hermine ja noch reichlich Zeit gab. Wie lange konnten eigentlich langlebige Hexenkinder bekommen? Diese Frage ließ sie nicht mehr los.
sodass sie neugierig in ihren Büchern blätterte, um eine Antwort zu finden. Zur gleichen Zeit blätterte Susan in ihrem Büro nicht in einem Buch, sondern in Akten, als plötzlich ihre Vorzimmerdame hereingestürmt kam. »Miss Bones, Miss Bones, um Himmels Willen, Sie glauben nicht, was ich eben erfahren habe. Sie haben mich doch beauftragt, nach dem Beschwerdebrief von Miss Adair zu suchen. Miss Barmy Bedlam hat gerade eben zugegeben, dass sie den Brief von Anne Adair an sich gerissen hatte. Sie wollte die Sache vertuschen und hat vor wenigen Minuten zwei Vergissmich zu der armen Frau geschickt.« schilderte Miss Danity völlig außer Atem und aufgekratzt, während sie Susan ein Stück Pergament mit Annes Adresse reichte. »Das kann nicht wahr sein«, sagte Susan aufgebracht. An Mrs. Danity gewandt befahl sie: »Sagen Sie der Sicherheit, dass Mrs. Barmy Bedlam festgenommen werden soll. Ich kümmere mich darum, dass ein paar Auroren den Auftrag vereiteln. Los, machen Sie schon!« Mrs. Danity stürmte aus Susans Büro hinaus und Susan hinterher. Doch sie rannte in den zweiten Stock, bis sie am Ende des Gangs Shacklebolts Büro betrat. Kingsley sprach mit Arthur, sodass Susan erleichtert war, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. Aufgebracht, erklärte Susan: »Gut, dass Sie beide hier sind, Kingsley. Sie müssen mit ein paar Leuten auf der Stelle zu Miss Anne Adair eilen. Sonst löschen die Vergissmich ihr Gedächtnis.« Arthur fragte: »Aber wie?« »Bitte, wir müssen einmal im Leben unbürokratisch handeln, denn sonst wird es zu spät sein, Arthur.« Sie drückte Kingsley ein Stück Pergament in die Hand und sagte: »Hier, Kingsley, das ist die Adresse und jetzt los.« Nach einem zustimmenden Nicken von Arthur war Kingsley in Windeseile auf und davon. »Susan, erklären Sie mir...« Wieder unterbrach Susan den Minister und sie erklärte, während sie sich über Kingsleys Kamin beugte: »Mrs. Barmy Bedlam hat vor langer Zeit einen Fehler gemacht und damit das nicht ans Tageslicht kommt, will sie ihn komplett auslöschen, indem sie Miss Adairs Gedächtnis vollständig löschen lassen will. Wir können das nicht zulassen.« Sie streute das Flohpulver in die Flammen und beugte sich in den Kamin, um eine bestimmte Person anzuflohen. In ihrem Wohnzimmer hörte Hermine plötzlich Susans Stimme. »Hermine, bitte seid da.« »Ja, Moment«, sagte Hermine und erhob sich von der Couch. »Hermine, du musst Harry und Black Bescheid geben, dass Miss Adair in Schwierigkeiten ist. Jemand hat ihr ungenehmigt Vergissmich auf den Hals gehetzt. Sag den beiden Bescheid«, sagte Susan kurz und bündig. Die Farbe hatte nicht einmal die Zeit dafür gefunden, aus Hermines Gesicht zu entweichen, weil sie bereits heraus auf den Gang gelaufen war und nach oben ins Erdgeschoss hetzte, wo Harry wohnte und auch momentan unterrichtete. Zu Hause in Muggel-London saß Anne auf dem Sofa und sie hörte laut Musik über ihren Kopfhörer. Doch irgendein Geräusch gehörte nicht zu den vertrauten Klängen, sodass sie die Kopfhörer abnahm und lauschte. Es klopfte an ihrer Tür und ein Blick auf die Uhr verriet ihr, dass es zu spät für die Post und zu früh für den Paketdienst war. Es musste einer von diesen Zeitungsdrückern, Versicherungsvertretern oder Sektenmitgliedern sein, der um diese Zeit etwas von ihr wollte. Ihr war nicht nach Scherzen zumute, aber sie wollte zumindest eine kurze, verbale Abfuhr erteilen, weshalb sie zur Wohnungstür ging und sie öffnete. Zwei gut gekleidete Herren standen vor der Tür. Sie machten einen seriösen Eindruck, sodass Anne verdutzt fragte: »Sie wollen mir aber nichts verkaufen, oder?« Der Mann mit dem langen Gesicht und dem eckigen Kinn sagte leise und schmierig: »Nein, Miss Adair. Wir sind hier, um etwas zu nehmen.« Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.